Man geht davon aus, dass Erfahrungen von großer Bedrohung und Gefahr im Hypothalamus abgespeichert werden. Sie gehören zu den am stärksten verankerten Gedächtnisinhalten und sind nur schwer löschbar. Der Sinn? Der Mensch soll solche Erfahrungen in der Zukunft vermeiden, um sein Überleben zu sichern. Massiver Stress kann diese Angsterinnerungen derart stark aktivieren, dass selbst harmlose Signale als lebensbedrohlich eingeordnet werden. Man geht davon aus, dass Erfahrungen von großer Bedrohung und Gefahr im Hypothalamus abgespeichert werden. Sie gehören zu den am stärksten verankerten Gedächtnisinhalten und sind nur schwer löschbar. Der Sinn? Der Mensch soll solche Erfahrungen in der Zukunft vermeiden, um sein Überleben zu sichern. Massiver Stress kann diese Angsterinnerungen derart stark aktivieren, dass selbst harmlose Signale als lebensbedrohlich eingeordnet werden. Man geht davon aus, dass Erfahrungen von großer Bedrohung und Gefahr im Hypothalamus abgespeichert werden. Sie gehören zu den am stärksten verankerten Gedächtnisinhalten und sind nur schwer löschbar. Der Sinn? Der Mensch soll solche Erfahrungen in der Zukunft vermeiden, um sein Überleben zu sichern. Massiver Stress kann diese Angsterinnerungen derart stark aktivieren, dass selbst harmlose Signale als lebensbedrohlich eingeordnet werden.